Ja, meine Lieben, hier melde ich mich nach einer etwas kleinen Pause wieder zurück. Euer Luffy Evolution 666. Und wie es weitergeht, wollte ich gerade sagen. Nein. Und wie ihr jetzt auch schon unten lesen könnt in der Titelbeschreibung, ist das wieder ein Special-Video von mir. Ja, ihr könnt es ja auch schon, oder ihr habt es ja auch schon gelesen. Es ist jetzt ein Jahr schon LPs. Special-Video. Damit ist ja eigentlich schon fast alles gesagt. Ich mache schon seit einem Jahr jetzt schon Let's Plays. Und ja, ich wollte das Ergebnis halt, was ich jetzt bis jetzt gemacht habe, mit diesem Video jetzt ausdrücken. Dass ich jetzt schon ein Jahr Let's Plays mache. Und ich weiß ja nicht, bei den Let's Playern, die das jetzt schon etwas länger gemacht haben. Also es gibt ja schon Let's Player, die jetzt schon ungefähr, keine Ahnung, 3-4 Jahre das schon machen. Und weiß ja natürlich nicht, wie die das in einem Jahr geschafft haben. Ob die das auch schon so geschafft haben wie ich, dass ich jetzt innerhalb von einem Jahr fast 17 bis 18 Projekte jetzt schon zu Ende Let's Played habe. Das weiß ich ja jetzt nicht so hundertprozentig. Aber wie ihr jetzt natürlich auch im Hintergrund hören könnt, ist es natürlich wieder die Bossmusik von Metal Gear Solid. Es hat natürlich einen speziellen Grund, warum ich jetzt gerade diese Musik als erstes hier zu diesem Video hinzugefügt habe. Und zwar hat das folgenden Grund. Der sogenannte YouTuber Captain Blaubeer LPs hat mir natürlich jetzt einen Kanaltrailer gemacht, wo man natürlich Psycho Mantis und ganz kurz die passende Bossmusik zu Metal Gear Solid hören kann. Okay, der Kanaltrailer gilt nicht lange. Also der geht ungefähr 18 Sekunden, aber ein Kanaltrailer soll ja auch nicht allzu lange laufen. Ne? Also er hat das schon richtig gut gemacht und ich bin richtig stolz auf dich, Dennis, dass du das für mich gemacht hast. Und ich bedanke mich nochmal an dir, dass du das gemacht hast. Ich weiß, ich habe offscreen, auf Skype habe ich so oft an mich bedankt bei ihm. Also das ist der pure Wahnsinn. Und ja, ich weiß, es ist eine richtig bunte, wilde Mischung mit den Bildern, was ihr jetzt hier im Hintergrund sehen könnt. Ja, oben links angefangen vom Hydralisken, also Hydralisk bis Kratos, da ist alles dabei. Ja, das sind auch ein paar Bilder, die ich jetzt auch bei meinem Ich bin wieder da Video auch hinzugefügt habe, aber das macht ja nichts. Es soll ja auch ein bisschen schön und bunt aussehen. Deswegen habe ich auch ein bisschen sehr übertrieben mit dem mit den Bildern. Aber naja, soll ja hoffentlich nicht so sehr stören. Ja, und das soll jetzt auch nicht so ein großes, langes Video jetzt sein. Ich wollte euch halt nur sagen, dass ich jetzt schon ein Jahr damit mit den Let's Plays, dass ich das da schon mache, ein Jahr. Und ja, mal gucken, wie lange ich das noch machen werde. Also ich kann euch natürlich, wenn Faustgesetz, wenn es klappen sollte mit den Live-Aufnahmen von meinen Live-Konsolen, sprich der PlayStation 1, 2 und 3, wenn das alles funktioniert, dann habt ihr wirklich noch viel von mir. Ja. Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Außer nur, dass ich wieder da bin. Ja, ich kann mal ganz kurz noch eine ganz kleine Schleichwerbung machen von Tunis und mein Together-Projekt. Also wir haben jetzt ja aktuell, für die, die es jetzt noch nicht wissen sollten, wir haben jetzt Titan Quest Immortal Throne jetzt schon seit knapp 1-2 Monaten schon zu Ende Let's Played. Und ja, wir haben schon längst angefangen mit Secret of Mana 2. Das ist jetzt unser aktuellstes Together-Projekt.
Und ja, ich werde bald auch wieder mit meinem Single-Projekt auch wieder anfangen. Naja, was heißt wieder anfangen? Ich habe euch ja schon bei Yu-Gi-Oh! Power of Chaos habe ich euch ja schon gesagt, dass ich nach meinen Gästen richten muss, ne? Wann die Zeit haben. Und da jetzt ein Gast, den ich jetzt eigentlich... Oh, Entschuldigung, da bin ich aus Versehen ans Mikro gekommen. Nein, was ich sagen wollte ist, da ich ja einen Gast jetzt eigentlich einladen wollte, als nächstes nach Shepro 1501, ja, konnte ich jetzt leider nicht so großartig irgendwas hochladen, weil er hatte jetzt technische Schwierigkeiten auf Skype. Und ja, da musste ich natürlich erstmal warten und habe jetzt den Bushushikun gefragt, ob er mit mir die nächsten 4 Parts aufnehmen könnte. Und er hat das Gott sei Dank angenommen. Also Toni, ich begrüße dich auch nochmal an dieser Stelle, falls du das jetzt hören solltest. Und ja, die nächsten 4 Parts werde ich gucken, dass ich die jetzt am Wochenende mit Bushushikun aufnehmen werde. Und ja, dann werde ich wieder ein bisschen aktiv wieder sein. Ich sag ja, das mit Yu-Gi-Oh! Power of Chaos ist jetzt in Anführungsstrichen ein Special-LP für euch. Ich wollte halt das mal ausprobieren, wie das so rüberkommt mit verschiedenen Gästen halt, dass ich jetzt ein Let's Play mit verschiedenen Gästen mal aufnehme. Und ja, ich hoffe, das Projekt kommt noch positiv rüber und werde natürlich, wenn Yu-Gi-Oh! Power of Chaos offiziell beendet wird, von meiner Seite aus, kommen erstmal 2 Projekte, wo ich jetzt auch ein bisschen intensiver wieder aufnehme für euch. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Und es wird auch bald ein Projekt oder ein Let's Play erscheinen, was ich komplett von Anfang bis Ende mit den Let's Player Chronicles of Games hochladen werde. Also ihr könnt gespannt sein. Es ist eigentlich ein bekanntes Spiel, was ich mit ihm Let's Playen werde. Aber Lorenz, falls du das jetzt hören solltest, sag es nicht, ne? Sag jetzt nicht das Projekt voraus, sonst ist die Überraschung kaputt. Das wollte ich nur sagen. Ja, gibt's da sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade. Ja, ich weiß, ich fühle mich jetzt nicht so mit guter Laune mich so an, aber das liegt jetzt daran, dass ich jetzt wirklich sehr viel um die Ohren hatte in der letzten Zeit, deswegen kam jetzt auch nicht so intensiv Parts von mir, aber ich bemühe mich wieder, mich zu verbessern, dass ich halt wieder ein paar Parts wieder hochbringe. Was heißt, ich versuche mich zu verbessern? Oh Mann, ey, ich quatsch wieder Bullshit. Nein. Ich versuche wieder ein paar Parts für euch hochzuladen. Das wollte ich sagen. Ich sag ja, ich bin noch halbwegs noch in der Schule. So stressig war es heute. Ja. Also, das wollte ich euch nur sagen. Ich bin wieder da. Und das sollte jetzt auch wirklich nur ein ganz kleines Projekt, sage ich. Nein, ein kleines Video sein. Mein Gott, ey, wo habe ich meine Gedanken heute? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, es sollte nur ein kleines Special-Video für euch sein, dass ihr Bescheid wisst, dass ich das jetzt schon ein ganzes Jahr schon mache mit den Let's Plays. Und keine Panik, ich werde jetzt nicht jedes Jahr im November ein Special-Video hochladen. Ja, oh, ich habe jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre schon Let's Plays gemacht oder so. Nein, nein, nein. Das sollte jetzt nur für dieses eine Jahr hier sein und mal gucken. Vielleicht werde ich mal irgendwann mal nochmal so ein Special-Video machen, aber das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Also, ich bedanke mich erstmal, dass ihr wieder reingeschnuppert habt bei diesem Video. Und ja, ich melde mich halt wieder, wenn es heißt Let's Play Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Bis bald, meine Lieben. Ciao.